Hallo Gartenfreunde, die Gartenmoni macht jetzt mal Pause. Heute ist ein fürchterlich heißer Tag und ab und zu braucht man mal eine Erfrischung und ich setze mich jetzt auch ein bisschen her und ruhe mich aus. Ein paar Minuten bloß, länger halt es eh nicht aus. Ich habe die letzten Tage Mails bekommen, da steht drin, liebe Gartenmoni, bitte hilf mir, in meinem Garten habe ich Maulwürfe. Was kann ich tun? Ich will sie nicht töten, sondern ich will sie nur vertreiben. Also erstens, Maulwürfe stehen unter Naturschutz, die darf man eh nicht töten. Das wäre ja schade um die schönen Tiere. Und vertreiben, also das sehe ich ein, wenn sie wirklich stören. Wenn sie die ganze Wiese durchwühlen oder genau in die Beete. Wobei ich sagen muss, früher hatte ich einmal Maulwürfe, in die Beete sind sie nicht gegangen, die waren immer nur in der Wiese. Ja, und da kann man, da gibt es ein paar Hausmittel, was man dagegen machen kann, damit man die zumindest vertreiben kann, dass sie wieder abhauen. Das einfachste Mittel eigentlich, muss ich jetzt lachen, das ist, wenn man einen Hund hat. So wie ich jetzt da. Ein Hund, wenn man hat, der läuft rum, der bellt einmal, der spielt auf der Wiese. Also da habe ich noch nie was mit dem Maulwurf zu tun gehabt. Auch in meinem Bekanntenkreis nicht. Alle, die mal einen Hund haben, die haben keine Maulwürfe. Ja, aber es gibt auch Hausmittel. Es ist bekannt, dass die Maulwürfe keine starken Gerüche haben wollen. Also alles, was sauer ist, zum Beispiel wie Essig oder Buttermilch, saure Milch und so, das mögen die alle nicht, da hauen die ab. Also man kann zum Beispiel einen alten Lappen nehmen und mit Essig tränken und den in das Loch vom Maulwurf von dem Gang reinschieben. Das mögen sie nicht. Man kann saure Milch reinschütten oder Buttermilch reinschütten. Man kann Knoblauch zerdrücken, dass das ein bisschen saftig ist und das in die Löcher reingeben. Was gibt es noch? Lebensbäume wie Thuja. Wenn man die zerstampft, da kommt auch ein Saft raus und Thuja riecht ja auch, hat einen eigenen Geruch, den mögen sie auch nicht. Kann man auch in die Löcher reintun. Oder man macht einfach eine Jauche von Wermut oder aus Wermut oder aus Brennnessel einfach. Eine Jauche, weil die fängt ja zum Stinken an und den Gestank, sowas mögen die einfach nicht, schüttet man in das Loch, in den Kanal rein. Da erinnere ich mich an früher, als meine Eltern im Garten immer Flaschen in die Erde gesteckt haben, in die Beete, habe ich mich immer gewundert, habe aber nie danach gefragt. Als Kind hat man, naja, vielleicht nicht so Interesse dran. Aber jetzt weiß ich, die haben Flaschen genommen, zum Beispiel von Schnaps, Likör oder Wein auch. Also je hochprozentiger der Inhalt der Flasche ist, desto besser ist es gegen Maulwürfe. Und zwar steckt man die Flasche, die spült man nicht aus, sondern steckt die dann verkehrt rum gleich in so einen Maulwurfsgang oder Loch rein. Und der Alkohol, der in der Flasche drin ist, der verteilt sich ja dann im Gang. Und das ist auch was, wo die Maulwürfe leicht vertrieben werden. Und deswegen haben die das früher so gemacht. Es gibt bestimmt noch andere Sachen, also wie gesagt, alles, was übel riecht für die Maulwürfe, das kann man nehmen und so und die so vertreiben. Probiert es einmal, vielleicht könnt ihr mal eure Erfahrungen als Kommentar mal dalassen. Mich würde es selber interessieren. Wie gesagt, ich habe keine Maulwürfe, ich kann es euch jetzt nicht einmal vorführen, aber ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen helfen kann, jedenfalls diejenigen, die einen Maulwurf im Garten haben. Wenn euch der Tipp gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben lassen. Schreibt mal eben Kommentare, wenn es geht. Abonniert meinen Kanal. Der nächste Tipp ist schon wieder in Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Gartenmoni.